In den vergangenen Wochen hat Leroy Sané ziemlich gut aufgespielt, ist immer verstärkt in den Fokus gerückt. War ja mal bei Bayern nur 04. Ist es so ein bisschen, dass man ihm jetzt ein bisschen hinterher trauert? Wie sehen Sie das? Nein, ich weiß nicht genau, wann er mal hier war, aber das ist ja normal mittlerweile, dass in der Jugend dann auch öfter der Verein gewechselt wird. Warum, wieso, weshalb, wann, weiß ich jetzt alles gar nicht. Also wir trauern niemanden hinterher. Er ist ein toller Spieler, wie so viele in diesem Jahrgang. Also ich finde, dass Deutschland ja gerade, wenn man sich die U21 mal anguckt, ist, finde ich, eine super spannende Mannschaft, wo man sehr viel Fantasie haben kann, dass da ein paar große Spieler bei rauskommen. Wir haben ja selber letztendlich mit Julian Brandt und Jonas Santar da zwei Spieler, die da auch letztendlich spielen und das auch großartig machen. Also wir freuen uns über unsere eigenen Talente und trauern keinem anderen hinterher.